Herzlich willkommen, Leute, im heutigen Video. Und heute mal wieder nicht am Wasser, sondern ich sitze heute mal wieder mit Matthias Emrich vom Anglerverband Niedersachsen hier. Das heißt, es wird heute wieder ein bisschen wissenschaftlich und wir reden heute über ein ganz besonderes Thema, ein Thema, das uns alle, denke ich mal, beschäftigt. Und zwar geht es heute um Fangbegrenzung, Entnahmefenster und diese ganze Thematik. Und ja, genau. Warum mit Matthias? Ich glaube, es ist am besten, wenn du dich einmal vorstellst, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, auch wenn die meisten dich wahrscheinlich schon kennen von unseren Followern, aber ja, warum sitze ich mit dir hier? Ja, danke für die Einladung. Gerne. Hallo zusammen, auch an dem Bildschirm. Ja, ich bin Matthias Emrich, hast du schon erwähnt, bin Fischereibiologe beim Anglerverband Niedersachsen und wir als Verband haben auch eine enorme Fläche an Gewässern, die wir fischereilich bewirtschaften oder managen. Und da sind dann natürlich auch solche Themen wie Mindestmaße, Schonbestimmungen, Entnahmefenster in aller Munde und wir versuchen quasi unsere Gewässer auch nach neuestmöglichen fischereilichen Standards nachhaltig zu bewirtschaften. Perfekt, das heißt, du bist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner heute mal wieder, ne? Ich Für das hoffe. Thema. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch einfach direkt an, weil es ein relativ komplexes Thema ist und das Video wahrscheinlich auch relativ lang wird. Und ja, ich wollte erstmal fragen, wie generell sich so eine Entnahme von Fischen überhaupt so auf so eine Fischpopulation auswirkt, wenn wir jetzt mal bei den Basics anfangen. Ja, also grundsätzlich sagt man ja, wenn man einen Fischbestand fischereilich nutzen will, sollte eine Entnahme stattfinden. Um einfach, weil es ist natürlich so, man schöpft einen sogenannten fischereilichen Ertrag ab und der wächst nach. Und das ist ja auch eigentlich der Sinn einer fischereilichen Bewirtschaftung. Nachhaltig Biomasse, so nennen wir das, das ist halt einfach mengenmäßiger Zuwachs bei den Fischen abschöpfen zu können. Und würden wir jetzt einen Fall haben, wir kennen ja auch zum Teil Gewässer, wo gar nicht geangelt wird oder wo gar keine Fische entnommen werden, dann hat das halt irgendwann so ein Limit erreicht. Die Fische werden nicht ganz so groß, vielleicht wie in Beständen, wo tatsächlich auch Fische entnommen werden, weil dann einfach irgendwann die Konkurrenz unter den Fischen so groß ist. Also wenn man jetzt als Angler sagen würde, ich will am besten, dass gar kein Fisch mehr dem Gewässer entnommen werden sollte, kann das in Bezug auf finale Endgrößen von Fischen durchaus kontraproduktiv sein, ne? Also wenn wir darüber sprechen, möglichst auch mal ab und an einen Riesenfisch in einem Gewässer zu haben, dann ist eine Entnahme von Biomasse der richtige Weg dafür. Also es sollte auf jeden Fall dazugehören. Absolut. Und ich meine, die fischereiliche Bewirtschaftung, im Prinzip werden ja fast alle irgendwie Gewässer in irgendeiner Weise durch Angler bewirtschaftet. Da gehört das einfach mit zu. Und deswegen gehen wir auch angeln. Wir wollen ja gerne Fisch auf dem Teller Genau, haben. richtig. Aber man muss halt auch bedenken, wenn jetzt aus Fischereimanagement-Perspektive gar keine Fische entnommen werden, ist es tatsächlich für den Biomassezuwachs kontraproduktiv. Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Fakt. Und wie ist das, kann man das mengenmäßig oder irgendwie eingrenzen, in welchem Umfang es denn verträglich ist oder in Ordnung ist, Fische zu entnehmen aus einem Bestand? Das ist immer schwierig. Man sagt ganz grob allgemein, dass man ein Drittel des entnahmefähigen Bestandes nachhaltig abschöpfen kann, ohne dass der Bestand, ich sag mal, rückläufig ist. Das ist aber eine sehr grobe Hausnummer. Das hängt natürlich auch von Wachstumsraten ab. Also wie schnell wachsen Fische in einem Gewässer, das ist ja unterschiedlich, ne? Ob ich ein nährstoffreiches, nährstoffarmes Gewässer habe. Aber ein Drittel ist so eine grobe Hausnummer. Okay, gut, das ist aber ganz interessant, dass man da zumindest schon mal irgendwie so eine Zahl hat, die man nennen kann, weil sonst ja schnell geht, ach, da wird viel zu viel entnommen in dem Gewässer oder hier wird viel zu wenig entnommen, ne? Aber wenn man da so eine Zahl hat, finde ich, ist das schon mal so ein bisschen greifbar, die ganze Sache. Ja, das Problem ist allerdings, ich meine, wir sprechen jetzt von einem Drittel, wir wissen aber in sehr vielen Fällen nicht, wovon denn ein Drittel. Also das heißt, insbesondere in Binnengewässern wissen wir sehr wenig, wie groß sind denn tatsächlich unsere Bestände. Also wenn wir jetzt in den marinen Bereich gehen, die sind ja wesentlich besser gemanagt. Also da weiß man ungefähr durch Bestandsschätzungen, jetzt gehen Dorsch-Thematik in der Ostsee zum Beispiel, da weiß man ungefähr, so groß ist mein Bestand. Und dann gibt es halt auch diese Quoten für die Fischerei, beziehungsweise jetzt auch für die Angler. Das ist das sogenannte Backlimit, ne? Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Das ist nichts anderes als eine fischereiliche Modellierung. Ich habe so und so einen großen Bestand, Gesamtbestand, und davon kann ich so und so viel abschöpfen. Und das muss halt auf alle Köpfe irgendwie verteilt werden. Und das ist in der Binnenfischerei de facto kaum präsent, weil wir einfach nicht wissen, wie groß sind unsere Bestände. Okay, das ist ja interessant. Also es ist auch schwierig wahrscheinlich festzustellen, oder ich kenne es aus jagdlicher Sicht, dass zum Beispiel die Streckenmeldung vom Vorjahr immer so einen Anhaltspunkt gibt, was für eine Populationsdichte habe ich von einer bestimmten Tierart.
Und kann man das zum Beispiel beim Angeln auch so sagen, dass wenn ich zum Beispiel jetzt ein Jahr habe und ich gucke mir die Fangstatistiken an, es wurde sehr viel Zander, sehr viel Barsch gefangen, dass ich sozusagen so einen groben Rückschluss geben kann, wie die Bestandsdichte ist, oder ist das eher Ja, schwierig? das sind halt relative Bestandsdichten, ne? Also wenn Ja. wir jetzt eine klassische Fangstatistik, der Angler muss seine Fänge melden, sagen wir jetzt hier Mittellandkanal werden pro Jahr ungefähr eine Tonne Zander gefangen. Das ist, glaube ich, so realistisch, so im Hannoveraner Bereich. Aber was ist denn eine Tonne von was, ne? Also wie ist Ja, der ja. Gesamtbestand? Aber diese relativen Daten sind natürlich auch wichtig, weil man über die Zeit natürlich Änderungen in diesen relativen Entnahmemengen dann vielleicht auch auf den Bestand rückgucken Ja. kann. Also wenn man sagt, meine relative Entnahme geht von Jahr zu Jahr weiter runter, ist das natürlich auch ein Anzeichen, dass sehr wahrscheinlich auch der Gesamtbestand irgendwie negativ ist. Ah, okay. Ja, genau, das würde zumindest einen Trend abbilden. Genau, also Trends ist gut, aber im Ja. Endeffekt die Gesamtbiomasse oder Menge ist schwer, also ohne großen wissenschaftlichen Aufwand sowas zu Ja. bestimmen, ist extrem Das schwierig. heißt, wissenschaftlich wären dann wahrscheinlich Testfischungen regelmäßige, dass man Ja, genau. dann die Zahlen wahrscheinlich Also hochrechnen kann, wenn man ne? es ganz genau machen will, müsste man Fische markieren, aussetzen, wieder fangen und darüber kann man dann eine Ja. Biomasse quasi errechnen. Aber Okay. das wird de facto in Ja. Binnengewässern kaum gemacht. Aber es ist ja schon mal interessant, dass das relativ schwierig festzustellen ist. Ja. Da will ich jetzt schon mal so ein bisschen auf die Thematik übergehen. Wir haben ja eben jetzt schon gesprochen, wie viel kann man entnehmen und so. Aber es ist ja immer, finde ich, unter Anglern wird viel darüber gesprochen, wie die Thematik ist bei der Entnahme von großen Fischen. Also wenn wir jetzt nicht auf die Masse gehen, sondern ja, Ausnahmefischen und zum Beispiel jetzt irgendwie ein Meterhecht oder so. Inwieweit sich sozusagen eine Entnahme von großen Fischen auf einen Fischbestand auswirken kann. Also gibt es da Ansätze oder Wissen darüber, was das Auswirkungen Ja, hat? zunehmend mehr. Also insbesondere die Forschergruppe um Robert Arlinghaus, die sind ja auch sehr aktiv und haben ja im Endeffekt auch so in Deutschland das Entnahmefenster so ein bisschen salonfähig, sage ich mal, gemacht, ne? Durch einfach eine Ja. Grundlagenforschung. Wir haben extrem durch diese Arbeiten Erkenntnis gewonnen und führen dann quasi auch diese Ergebnisse aus der Fischereiforschung in die Praxis um. Also das ist zumindest das, wo wir uns als AVN dran orientieren. Aber jetzt vielleicht nochmal, um den Bogen einmal zurückzugehen. Es ist tatsächlich so, dass die Angler einen extremen Einfluss auf Fischbestände ausüben können. Was man früher mal gedacht hat, ach, die Angler, die können ja so einen Bestand gar nicht runterangeln, Ja. das geht ja gar nicht, das ist weit überholt. Nur mal, um Beispiele zu nennen. Also es gibt eine relativ neue Studie jetzt aus Nordamerika. Da sind zum Beispiel die Bestände wesentlich besser untersucht, auch in Binnengewässern. Also da im Vergleich zu Europa sind die sehr weit vorne. Da gab es halt eine Studie, die hat gezeigt, dass innerhalb von 6 Wochen in einem See 80% des maßigen Zanderbestandes entnommen wurden. Das, Und wenn man sich das ja. mal überlegt, ne, in einem sehr kurzen Zeitraum de facto fast, ja, mehr als 2 Drittel einer entnahmefähigen Population Ja. abzuschöpfen, da bewegen wir uns in Bereichen, die einer kommerziellen Hochseefischerei hochtechnisiert in nichts mehr nahesteht, ne? Also Ja, das ist völlig vergleichbar. Und ja. das muss man sich halt dann vor Augen halten, dass man dadurch, durch diese hohe Entnahme, die potenziell gegeben sein kann, dann auch entsprechend Regularien aufstellt, um Ja. das zu beschränken. Ja. Ein anderer Punkt ist, dass einfach durch diese quasi klassische Technisierung des Angelns die Fangeffizienzen der Angler immer, immer größer werden. Ja. Auch da gab es eine nordamerikanische Studie, relativ neu, die war sehr beeindruckend, dass halt innerhalb von 10 Jahren sich die Fangeffizienzen verdreifacht haben. Okay. Das heißt, einfach durch die Technisierung wahrscheinlich und durch Wissen, das weitergegeben wird, dass Genau. man einfach wesentlich effizienter. Echolottechnik kennt Ja. man jeder, wenn man vom Boot aus angelt. Mittlerweile kann man ja die Fische live auf dem Echolot sehen, direkt anangeln. Man hat diese Side-Scans, dass man überall sieht, sind die Fische jetzt links vom Boot, rechts vom Boot. Man hat diese iPilot-Motoren. Also es gibt Ja. ja enorme Bandbreite. Ja. Und zusätzlich natürlich auch dieser zunehmende Informationsfluss über Social Media. Ja. Also dass man einfach, dass die Angler-Communities wesentlich besser vernetzt als vielleicht vor 20 Jahren noch. Da hat so jeder sein Hausgewässer gehabt, hat so geangelt rein plakativ. Ja. Und heute durch Social Media weiß man halt, an welchen Gewässern geht gerade was. Und die Dynamik der Es Angler ist spricht sich natürlich schnell auch rum, höher, ne? ja. Und das sind auch Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss, Ja. ne? Also dass einfach lokal sehr schnell sehr hohe Angeldrücke auftreten können und darüber dann auch die Fischentnahme sehr Ja, hoch okay. sein kann. Ja, man merkt das ja zum Beispiel, wenn
in den sozialen Medien besonders große Fische werden an einem Gewässer gefangen und es wird bekannt, an welcher Stelle. Dann erhöht sich ja ganz punktuell klar. Der Angeldruck an dieser Stelle extrem. Ja, ja, genau. Genau. Das heißt, das kann sich schon auswirken. Also ich hatte das eine Zeit lang immer so, als habe ich gedacht, okay, dann angeln da zwar viele Leute, aber das reguliert sich schon. Aber wenn du sagst, so innerhalb kürzester Zeit kann das so eine starke Auswirkung haben, ist das ja dann doch schon... Also ja, es ist jetzt im Detail noch nicht untersucht, aber die Vermutung liegt nahe, dass da durchaus dann auch lokal kurzfristige Einflüsse quasi auf so einen Fischbestand wirken können. Das ist ja schon enorm. Und genau, eingehen war ja die Frage mit den großen Fischen, wie wir jetzt sozusagen... ich hatte ja gerade das Beispiel zum Beispiel mit einem Ausnahmefisch angesprochen, der wird jetzt gefangen an der Stelle und scheiden sich die Geister, es gibt welche, die setzen ihn zurück. Und dann gibt es aber auch die Angler, die sagen, okay, ich habe jetzt diesen Fisch gefangen, ist was Besonderes, ich nehme den mit, ich kann den sinnvoll verwerten. Inwieweit sozusagen die Entnahme von diesem großen Fisch, also hat das eine größere Auswirkung auf die Fischpopulation, als wenn ich zum Beispiel einen 40er oder 50er Hecht entnehme, oder ist die Auswirkung größer, wenn ich den großen Fisch entnehme? Sehr wahrscheinlich ist es schon so, das ist ja eigentlich auch das, warum das Entnahmefenster überhaupt jetzt Mode geworden ist. Man erkennt zunehmend die große Bedeutung von großen Fischen für den Bestandserhalt. Es sind eine Reihe von Faktoren und sprechen halt viele dafür, dass eben ein Meterhecht oder ich sag mal 90er Zander wesentlich mehr zum Bestandserhalt beiträgt als jetzt ein kleiner Hecht oder ein kleiner Zetti. Ja. Das ist schon eindeutig, da sind halt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist interessant. Und kann man aber, wenn man jetzt die Thematik Entnahme weiter betrachtet, trotzdem sagen, dass es so einen Punkt gibt, an dem eine Entnahme am sinnvollsten ist? Weil du hast ja eingehend auch gesagt, eine Entnahme ist gut für die Bestände mit Blick auf Biomasse. Aber gibt es sozusagen eine Größe oder ein Alter, ab dem die Entnahme sozusagen sinnvoll ist für das System? Ja, also zum einen ist es ja häufig gesetzlich vorgeschrieben. Ne? Also wenn wir uns jetzt insbesondere auf die klassischen Edelfische beschränken, also Hecht, Zander, die haben ja gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaße. Ja. Wenn wir das jetzt vielleicht mal auf Niedersachsen projizieren, wissen, glaube ich, die wenigsten, wie die gesetzlichen Maße tatsächlich aussehen. Die sehen, glaube ich, relativ niedrig. Ich genau. Hab's mal also an der Elbe nur, gesehen. Genau, nur um es jetzt mal, also zum Beispiel Zander hat ein gesetzliches Mindestmaß von 35 cm und ein Hecht von 40. Ja. Das ist sehr klein. Dahinter steckt sehr wahrscheinlich einfach, dass man früher mal gedacht habe, der Fisch soll einmal ableichen und dann hat er zum Bestandserhalt beigetragen. Ja. Und heute weiß man halt, dass insbesondere auch diese Erstleicher nicht so unbedingt zum Bestandserhalt beitragen, okay. Weil einfach die Nachkommen nicht so überlebensfähig sind vielleicht wie die von großen Fischen. Oh. Ich meine, die Vereine machen ja intuitiv schon einiges richtig, indem die sagen, boah, 35er Zetti, das ist ja viel zu klein, ich setze jetzt mein Mindestmaß freiwillig hoch. Also zum Beispiel jetzt Mittellandkanal haben wir ja ein Mindestmaß von 50 für den Zander. Ja. Das heißt, wir liegen ja schon 15 cm oberhalb des gesetzlichen Minimums. Ja. Und dann kann man halt als nächsten Schritt weitergehen, wenn man jetzt sagt, ich weiß um die Bedeutung großer Fische, dann setze ich halt noch oben Limit, dieses sogenannte Maximalmaß, und oberhalb dessen dann auch wieder die Fische zurückgesetzt werden. Okay. Und da haben wir ja dieses klassische Entnahmefenster. Das ist interessant, weil einfach wirklich, also man kann schon sagen, dass für die Reproduktion oder die Biomasse die großen Fische wirklich von Bedeutung sind. Ja, überproportional. Okay. Also das ist halt das. Ne? Also ob ich jetzt, ich sag mal, ein Meter Hecht von 10 Kilo habe oder fünf kleine Hechte von 2 Kilo, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Meter Hecht mehr zum Bestand beiträgt als die kleinen. Genau, also wurde halt am Dorschbestand, wurde das mal in einem wissenschaftlicher Veröffentlichung ziemlich gut dargelegt. Und die haben das an sehr vielen Marienfischen halt getestet, dass diese Zusammenhänge bestehen. Und man geht einfach davon aus, auch wenn es jetzt nicht so ganz im Detail untersucht ist, dass diese Ergebnisse einfach auch auf unsere heimischen Süßwasserfische übertragen. Gut zu übertragen. Aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass man jetzt, wenn man das so hört und denkt, okay, große Fische gut, ich will so viele große Fische wie möglich haben, sondern ich kann mir vorstellen, dass eine normale oder eine kleine, es gibt ja bei den meisten Arten eine gewisse typische Altersverteilung, dass die ja trotzdem gegeben sein muss. Ne? Dass es nicht pauschal so ist, dass viele große Fische gut fürs System, sondern eine gewisse Anzahl wahrscheinlich, oder? Ja, also man spricht da ja eigentlich von einer Art, also
Ziel sollte es ja sein, möglichst natürliche Fischbestände im Gewässer zu haben. Und dazu gehört halt eine ausgewogene Altersverteilung. Ne? Ja. Also ich brauche, im Prinzip ist es ja immer so, man hat wesentlich mehr junge Fische als alte im Bestand, egal ob der Bestand jetzt befischt wird oder nicht. Aber wenn man jetzt zu scharf befischt, und das erste Anzeichen einer zu scharfen Befischung, beziehungsweise durch anglerische Entnahme, ist quasi, dass die mittlere Maximalgröße sinkt. Ja. Heißt im Endeffekt, wir haben weniger große Fische im System. Okay. Das nennen wir als Biologen dann klassische Größenüberfischung. Ah, Das ist okay. jetzt für den Ja, Bestand nicht schlimm, der kollabiert deswegen nicht, aber ist es halt auch nicht mehr richtig natürlich, wie man sich das vielleicht vorstellt, unter einem sehr moderaten Entnahmedruck, okay, weil dann das. einfach Fische hoch durchkommen und dann auch mal ein Zander 90 werden kann, Hecht Ja. auch mal 1,10 Meter werden kann. Das sind, also das heißt, man probiert sich so gut wie möglich diesen natürlichen Verteilung anzupassen und ist wahrscheinlich auch so, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass so ein Bestand, der jetzt eine natürliche Altersverteilung hat, wahrscheinlich auch resistenter oder weniger anfällig für andere Faktoren wie Krankheiten oder so ist Das wahrscheinlich, ist oder? ein wesentlicher Punkt. Das kristallisiert sich immer mehr raus, dass Bestände mit einer natürlichen Alters- und Größenstruktur wesentlich konstanter Nachwuchs produzieren. Und gerade hinsichtlich schwankender Umweltbedingungen, wenn wir jetzt auf den Klimawandel eingehen, das kann durchaus sein, dass dann, wenn wir einen stabilen Fischbestand haben mit großen Tieren, mit kleinen Tieren, dass sich das dann positiv auf die Vermehrungsraten Na, das ist auswirkt. interessant. Also wir Ja. wissen zum Beispiel beim Hecht, dass große Fische zu einem anderen Zeitpunkt laichen als kleine Fische. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt natürliche Größenverteilung im Bestand haben, verlängert sich automatisch auch die Laichzeit. Ja, also die großen Ja. Hechte tendenziell laichen die früher, irgendwann kommen die kleinen hinterher. Das heißt im Endeffekt auch der Schlupfzeitpunkt der Larven erstreckt sich über einen größeren Zeitraum. Und der Fisch weiß ja vorher nicht, wenn ich jetzt irgendwie Anfang März ableiche, wie das Wetter im Mai ist oder im April, wenn die kleinen Larven schlüpfen. Dadurch, wenn man dann einen sehr großen Laichzeitraum hat, ist die Chance, dass irgendwelche Hechtlarven zu dem Zeitpunkt schlüpfen, wo die Bedingungen außen optimal sind, halt wesentlich größer. Ah, das ist ja genial. Und das Ja. ist vermutlich ein Faktor, warum dann solche Bestände einfach auch resistenter gegenüber Schwankungen sind, ne? Weil einfach immer vermutlich Fische zum Zeitpunkt schlüpfen, wo es dann gut ist. Genug Nahrung da, Ja, es warm ja. genug. Und wenn man jetzt sagt, die Großen sind alle weg, dann fällt halt dieses Laichfenster vielleicht weg. Und wenn das genau der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, wo die Fische durchgekommen wären, wäre halt der Jahrgang dann vermutlich Ah, und wenn das kaum dann größer mehrfach hätte. hintereinander passiert, Genau. so Extremjahre, wie wir haben es ja jetzt erlebt, ne? Hintereinander mehrere Jahre, was sich ja wahrscheinlich auch auf Fischbestände auswirken kann, kann es halt Absolut. sein, dass ein Ja. Bestand dadurch kollabieren kann Ja. wahrscheinlich, ne? Was So. heißt kollabieren? Also ich meine, in der Natur wird es nie so sein, dass durch natürliche Gegebenheiten da jetzt irgendwie die Bestände runtergehen. Aber man muss halt immer überlegen, die werden zeitgleich befischt. Das heißt, die Sterblichkeit durch Angler wird ja on top auf diese Bestände Ja. drauf. Wenn es einem Bestand eh schon schlecht geht von Umweltbedingungen her und dann noch eine intensive anglerische Entnahme, Ja. dann kann das halt rückläufig sein. Das Ah, muss man sich okay. halt so ein Ja. bisschen im Bisschen Hinterkopf vor behalten. Augen halten. Genau. So, ja, wir haben jetzt gerade über das Thema Laichverlängerung oder Laichzeitverlängerung gesprochen, ne? Ich weiß, dass immer so ein bisschen so der Mythos, kann man fast schon sagen, so rumgeht. Großer Fisch bedeutet viel Laich, ne? Was kannst du dazu sagen? Ist da was dran an der Sache? Ist was dran? Es ist tatsächlich auch überproportional viel dran, kann man sagen, weil es zeigt sich, dass quasi jetzt, wenn wir jetzt wieder das vielleicht mal auf den Hecht runterbrechen, dass jetzt ein Meterhecht überproportional viele Eier hat im Vergleich zu kleinen Hechten, ne? Also das ist das, was wir eben auch schon mal beim Dorsch angesprochen haben. Muss aber nicht unbedingt heißen, dass aufgrund der hohen Laichmenge und der hohen Anzahl von Eiern, dass das ein entscheidender Faktor für eine Population ist. Weil im Endeffekt die allermeisten Fische produzieren sowieso so viele Eier in der Hoffnung, dass dann einfach irgendwie ein paar Larven durchkommen. Das heißt, diese Mechanismen, die eine Eisterblichkeit befeuern, das ist, glaube ich, für den Bestand relativ vernachlässigbar. Können ja genauso viele Eier von einem Meterhecht gefressen werden wie von einem 50 cm Hecht, ne? Also die liegen passiv auf dem Boden. Ja. Da gibt es eigentlich wenig, würde ich jetzt sagen, was da einen Vorteil auf Ebene der Eier sein könnte. Interessant wird es halt,
wenn die Larven schlüpfen. Und da deutet sich schon an, dass entsprechend dann auch von großen Tieren, also man spricht da in der Wissenschaft von sogenannten maternalen Effekten, das ist jetzt ein ganz schwieriges Wort, das heißt aber im Endeffekt nichts anderes als, es werden Eigenschaften des Muttertieres auf die Nachkommen übergeben, die nicht genetisch unbedingt fixiert sind. Und da deutet sich halt an, dass wenn du ein großes, gesundes Muttertier hast, dass zum Beispiel sehr viel mehr Energie in diese Eiproduktion investiert. Also kleine Hechte oder kleine Zander oder Kleinfische generell, die produzieren am Anfang fast alle Energie in Längenwachstum. Ich will möglichst schnell, möglichst groß werden, damit ich nicht gefressen werden kann. Das heißt, selbst so ein 50er Hecht, der ja schon geschlechtsreif ist, wird nicht so viel Energie in die Eiproduktion stecken, weil er ja immer noch vom Meter Hecht oder Meter 20 Hecht gefressen werden kann. Das heißt, er muss schneller noch größer werden. Ja. Aber so ein großer Hecht oder ein großer Zander oder von mir so auch ein großer Barsch ist ja irgendwann an so einem Punkt, wo er sagt, abgesehen jetzt von den Anglern, die ja noch ihn entnehmen können, aber sonst habe ich im natürlichen Gewässer kaum noch Fressfeinde. Ja. Und dann kann ich halt sehr viel in meinen eigenen Nachwuchs investieren, um dann meine Gene, mein Erbgut an die nächste Generation weiterzugeben. Ja. Und wenn wir da an diesem Punkt sind, ist es natürlich spannend, wenn man dann sagt, die Eier von großen Weibchen, das deutet, ist beim Hecht relativ gut untersucht, deutet sich aber auch an, dass das für Barsch und Zander auch so stimmt. Auch da sind in der Regel die Weibchen auch die größeren Fische. Mhm. Also man erkennt das ja beim Hecht, weiß man, ein großer Hecht ist eigentlich immer ein Weibchen. Aber auch bei Zander und Barsch sind die ganz großen Fische in der Regel auch immer Weibchen. Mhm. Ja. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber ist eigentlich der gleiche Zusammenhang. Ja. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich dann ein Ei von einem großen Weibchen habe, hat das in der Regel mehr Energiereserven. Mhm. Einfach im Dottersack ist größer. Und das heißt, wenn die Larven schlüpfen, haben sie mehr Energie. Das heißt im Endeffekt, sie können schneller wachsen. Und schnelles Wachstum im Larvenalter ist das oberste Ziel. Wie schon eben erwähnt, die werden von allen gefressen. Bei Raubfischen hat es den Vorteil, wenn ich schnell groß werde, kann ich schnell meine Geschwister auffressen. Also Kannibalismus ist ja bei allen Raubfischen existent. Das heißt, darüber haben auch schon wieder die Larven von großen Hechten einen Vorteil. Also sie können schnell ihre eigenen Artgenossen fressen, werden dadurch noch größer. Das ist quasi so eine Rückkopplung. Ja. Und das im Endeffekt, diese Faktoren erhöhen die Fitness. Also wir sprechen da von Fitness. Also wie viel reproduktionsfähige Nachkommen bringt ein Fisch in die nächste Generation? Mhm. Das ist tatsächlich nachgewiesen, dass das bei großen Fischen wesentlich erfolgreicher ist. Okay, das heißt, es überleben einfach deutlich mehr. Also wenn wir jetzt mal ganz sagen, wir würden ein Experiment machen und ich nehme jetzt 1000 Eier von einem Meterhecht und ich nehme 1000 Eier von einem 50 cm Hecht, packe die in einen Teich, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass von dem Meterhecht von diesen 1000 Eier wesentlich mehr Nachkommen überlebensfähig sind als von dem Erstgleicher. Ja, das ist ja faszinierend. Okay. Das sind die entscheidenden Punkte. Weniger die Eimenge, aber die Eiqualität bzw. nachher die Eigenschaften, die die Larven mitbekommen. Ja. Das ist ja interessant. Das heißt, es ist schon was dran, dass der große Fisch besser ist in Bezug auf Ableichen, auf jeden Fall. Die Masse einfach nicht unbedingt. Die Masse, also die Eimenge an sich, ich meine, ob ich jetzt 50 kleine Hechte habe, die haben ja wesentlich mehr Eier als vielleicht 2-3 große Hechte, netto betrachtet, aber entscheidend ist die Qualität, also wie gut kommen die Larven durch, wie ist die Sterblichkeit innerhalb der ersten Lebensmonate quasi. Ja, das ist super. Also auf jeden Fall einiges dazugelernt gerade. Also das wusste ich auch noch nicht. Dann würde ich jetzt so einen kleinen Umbruch machen, was das Thema angeht. Und zwar ist ja das Hauptthema so Entnahmeregelung und so. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal einsteigen, welchen Sinn und welchen Grund haben Mindestmaße? Also ich würde erstmal mit Mindestmaßen anfangen, weil das, glaube ich, die meisten auf jeden Fall betrifft. Genau, sind gesetzlich festgelegt für sehr viele Fischarten, hatten wir ja eben schon mal angesprochen. Grundsätzlich, wenn man es rein biologisch betrachtet, klassisch war, einmal muss der Fisch ableichen, muss zum Arterhalt beitragen, danach ist es im Prinzip egal, das ist so der Hintergrund von einem Mindestmaß. Aber dadurch, was wir eben angesprochen haben, scheint es eben nicht egal zu sein. Ne? Mhm. Also ob ich dann einen 50er Hecht direkt entnehme, klar, der zum Bestand beigetragen durch ein Ableichen, wir wissen allerdings nicht, sind da überhaupt überlebensfähige Nachkommen rausgekommen. Ja. Ne? Und das ist aber dieses klassische Mindestmaß. Ja. Kann man machen, ich meine, in der Regel ist es ja gesetzlich vorgeschrieben, die meisten Vereine machen es, oder wie wir eben auch schon gesagt haben, liegen die Mindestmaße ja zumeist auch oberhalb des gesetzlichen Standards. Mhm. Aber wenn man jetzt rein fischereifachlich das Ganze betrachtet, müssten die Mindestmaße eigentlich wesentlich höher sein, wenn man
den Bestand nachhaltig bewirtschaften will. Und da spricht man auch erst schon so Richtung 2/3 von der Maximallänge, also um einfach dann auch diesen Biomassezuwachs generieren zu können. Und wenn wir uns jetzt mal wieder auf den Mittellandkanal zurück schauen, nehmen wir mal einen Zander an, ich sage Maximalgröße vielleicht so bei 90 Zentimeter, einige Tiere vermutlich auch noch größer, aber 2/3 von 90 wären 60. Würde im Endeffekt bedeuten, wenn wir eine Biomasse-Maximierung anstreben für die Angler, müssten wir ein Mindestmaß bei 60 Zentimeter für einen Zander einführen. Wenn man aber dann wiederum überlegt, man hat natürlich auch eine gewisse Sterblichkeit von zurückgesetzten Fischen. Also gerade beim Zander, wenn man mit Köderfisch angelt, die schlucken sehr tief. Im Sommer, wenn es warm ist, sind die eh sehr sensibel, insbesondere was Zurücksetzsterblichkeiten angeht. Aus der Sicht ist es natürlich dann wieder kontraproduktiv, ich sag mal, Zander bis 60 Zentimeter zu schonen, weil die natürlich dann auch geangelt werden, zurückgesetzt werden müssen und dann wahrscheinlich sehr hohe Sterblichkeit ist. Und das ist ja eigentlich echt Schwachsinn, weil natürlich hat man einen 50er Zander, das ist ein super Speisefisch, perfekter Portionsfisch, den soll man auch mitnehmen, ne? Und deswegen sagen natürlich die Vereine, gehen wir wieder mit dem Mindestmaß runter, haben wir eine höhere Entnahme und das könnte man dann halt kompensieren, indem man auch ein Maximalmaß einführt. Ah, das ist ja interessant. Das ist Da, was. ja, man hat Ja. dann quasi so ein Trade-off, also so ein Ja. Kompromiss. Also die Angler können quasi unten in dem Bestand sehr viele Fische entnehmen. Und dann schützen wir halt ein paar große Laichtiere, die dann wiederum einen positiven Effekt auf den Bestand auswirken. Okay, das sind dann also auch, kann man auch sagen, weil wir hatten ja eben das Thema große Fische, was die Ableichung angeht, ist besser, ne? Da, man kann nämlich nicht einfach sagen, ein Mindestmaß ist sinnvoll, um die zu schonen, sondern man muss das Mindest- und das Maximalmaß haben in dem, ne? In dem Fall, Es um ist das. zumindest positiv, ne? Also, natürlich kann man auch ganz klassisch mit Mindestmaßen arbeiten. Wenn man jetzt einen moderaten Angeldruck hat, ist das auch vollkommen ausreichend. Also man braucht jetzt nicht meinen, man hat ein Entnahmefenster und dann ist alles super. Also das ist bei weitem nicht der Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bestände hat, die kaum beangelt werden, dann braucht man gar kein Maximalmaß, weil ja genug Fische sowieso schon alt werden. Aber wenn der Angeldruck bzw. der Entnahmedruck relativ hoch ist, also insgesamt viel geangelt wird einfach, dann kann es durchaus vorteilhaft sein, dieses Maximalmaß Und kann einzuführen. man sagen, desto höher der Angeldruck, desto enger müsste eigentlich das Entnahmefenster sein, um sozusagen den Druck auf die Altersklasse zu erhöhen, von der am meisten vorhanden ist? Ja, also das ist klar, diese Fenstergrößen sind flexibel wählbar und müssten sich eigentlich an der Entnahme orientieren. Dazu müsste man allerdings auch idealerweise wissen, wie schnell wächst mein Fisch. Also wenn wir jetzt hier im Mittellandkanal das Beispiel nehmen, wir haben jetzt ein Mindestmaß von 50, ein Maximalmaß von 75. Das heißt, wir haben eine Fenstergröße von 25 cm, innerhalb derer die Fische entnommen werden können. Dann müsste man im Idealfall fischereibiologisch wissen, wie lange braucht ein Fisch, um durch dieses Fenster durchzuwachsen. Und ich sag mal, ohne dass wir jetzt die Details vom Mittellandkanal kennen, aber das sind bestimmt 4, 5, 6, vielleicht auch 7 Jahre, irgendwie in dem Range. Und dann muss man sich halt fragen, schafft es ein Fisch, diese 5, 6, 7 Jahre zu überdauern, ohne geangelt zu werden? Wenn das nicht der Fall wäre, wäre das Entnahmefenster oder die Wirkung des Entnahmefensters vermutlich gar nicht gegeben, weil man de facto kaum einen Fisch dadurch schont, weil die einfach nicht so groß werden. Ne? Okay, weil einfach der Angeldruck viel zu Genau, groß ist genau. Und darauf. das ist das, was wir eingangs schon mal thematisiert haben. Wir müssen eigentlich wesentlich mehr über unsere Bestände kennen, um dann einfach auch nachhaltige Fischereimanagementregeln aufstellen zu können. Ne? Man kann das aus gutem Gefühl machen. Ist mit Sicherheit auch nicht falsch, aber im Idealfall bräuchte man Daten, um das auch wirklich begründen zu können. Okay, also das heißt, man müsste wesentlich mehr forschen in dem Ja, Fall. also es wäre halt nett, zum Beispiel, wenn wir jetzt Zanderköpfe kriegen aus dem Mittellandkanal von irgendwelchen Zandern, dann können wir eine Altersbestimmung, eine Wachstumsanalyse durchführen. Und wenn wir diese Population einmal durchgeprobt haben und wissen, ein 70er Zander ist vielleicht 7, 8 Jahre alt, dann kann man halt auch wesentlich besser mit solchen Entnahmefenstergrößen und sowas Okay. arbeiten. Das heißt, ihr müsstet dann aber wahrscheinlich auch eine gewisse Masse an Ja, das muss repräsentativ Sachen haben, sein. Also man braucht da pro Altersgrößenklasse dann halt schon ein paar Fische, ne, Ja, an also es Bord. reicht jetzt nicht, wenn 10 Zuschauer sagen, wir schicken hier mal einen Nee, 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 nee. Das, Zanderkopf zu. also im Prinzip braucht man da wirklich viele Fische. Ja, Ja, okay. weil die natürlich auch die einzelnen Tiere wachsen ja unterschiedlich schnell. Man braucht dann Ja. einfach so Mittelwerte, ne? Ja.
Das wäre interessant, weil ich denke mal auch, das wäre ja auch im Interesse aller Angler, weil jeder will ja weiterhin gut angeln können, ne? Und Ja, gute also Fische fangen. ganz klar. Also wir versuchen das zumindest von unseren AVN-Verbandsgewässern, da das nach und nach so eine Altersbestimmung zu machen und Wachstumsraten zu definieren, Ja. um dann einfach auch zu entscheiden, machen wir ein Entnahmefenster. Ich meine, wir haben mittlerweile auf drei AVN-Gewässern ein Entnahmefenster, die immer durch irgendeine Datenbasis begründet sind. Ja. Also wir sind jetzt nicht so. Wir machen mal auf blaue, schon wir mal Zettis über 75, wie wir es zum Beispiel jetzt im Elbe-Seitenkanal machen, sondern wir haben hier ganz klar eine Fangstatistik, wo wir Rückläufe innerhalb der letzten 6 Jahre bei 70 und 80, über 80 Ja. Zandern sehen. Ja. Und daraufhin haben wir dann gesagt, wir haben jetzt diese konstant negative Tendenz, lass uns doch mal versuchen, diese Entnahmefenster einzuführen, beziehungsweise zu schauen, gibt es da irgendwelche Effekte. Ja. Ob man das bewerten kann, sagen wir dahingestellt, Ja. das wissen wir auch Okay. nicht. Also das zeigt ja auf jeden Fall schon mal das so, weil ich glaube, in der Diskussion kommt dann oft, ich bin der Meinung, das Mindestmaß sollte so liegen und das Maximalmaß so. Also das wäre das Entnahmefenster, was man für sinnvoll erachtet, aber es steckt einfach wirklich einfach deutlich mehr hinter der ganzen Sache, ne? Das Also ist. pauschale Regelungen kann man machen, sind aber in der Regel nicht für jedes Gewässer dann geeignet. Ja, interessant. Ja, wir haben ja jetzt die ganze Zeit eigentlich als Beispiel immer Raubfisch genutzt, Zander und Hecht und Barsch teilweise. Aber von den Zuschauern kam auch mal so ein bisschen die Nachfrage, wie ist denn das überhaupt bei Friedfischen? Gibt es da sowas wie Mindestmaße, dass man sagen kann, dass es das auch da sinnvoll ist? Oder ist das überhaupt untersucht in dem Bereich? Also es macht durchaus Sinn, wenn man eben auch da Richtung Bestandsmanagement überlegt. Also es gibt ja auch genug Vereine, die Weißfische in dem Sinne, also Brassen mit Mindestmaß belegen, Schleie ist Klassiker. Ausnahme ist wieder der Karpfen. Ich meine, der hat in den allermeisten Fällen Mindestmaß. Aber auch insbesondere, wenn man auf diese Entnahmefenster-Diskussion kommt, hat man sehr schnell den Karpfen im Fokus. Was aus fischereiökologischer Sicht eigentlich völliger, ich nenne es mal jetzt ganz offen, Schwachsinn ist. Weil Okay. man muss ja im Prinzip überlegen, was will man mit einem Entnahmefenster bewirken. Also man will natürlich einen natürlichen Fischbestand in einem Gewässer stützen. Und die Hauptargumente für ein Entnahmefenster, das ist auch immer das, was wir unserem Verein sagen, die Fischart muss im Gewässer natürlicherweise vorkommen. Da kann man beim Karpfen noch drüber diskutieren, dass das in Ja. einigen Gewässern der Fall ist. Aber das wesentliche Kriterium ist natürlich, die muss sich im Gewässer eigenständig erfolgreich reproduzieren. Okay, das wird beim Karpfen äußerst schwierig, ne? Du sprichst es an. Also ich kenne die allerwenigsten Gewässer, wo regelmäßig, kontinuierlich ein Karpfenbestand sich selber reproduziert. Also es gibt Gewässer, da kommt mal ein Karpfenjahrgang durch, alle 2, 3 Jahre oder vielleicht auch länger oder häufiger. Aber das ist im Prinzip, wenn man das jetzt rein ökologisch betrachtet, ein K.O.-Kriterium, um überhaupt über ein Entnahmefenster beim Karpfen nachzudenken, weil er sich nicht erfolgreich vermehrt. Das sind, die allermeisten Bestände sind besatzgestützt. Und da macht es wenig Sinn, einen 70 cm Karpfen zu schonen, wenn er einfach nicht zum Ja, Bestandserhalt okay, das beiträgt, heißt, ne? da ist auch, da ist man sehr weit weg von dem natürlichen Bestand, wie du sagst, sondern es ist eigentlich nur noch ein rein menschliches Interesse, das man da wahrscheinlich Genau, verfolgt, das oder? geht dann eher so in diese sozioökonomische Geschichte, dass man sagt, es gibt natürlich Angler, die gerne große Karpfen fangen und die nicht auch unbedingt in den Ofen quetschen, sondern dann Ja. auch wieder zurücksetzen. Das sind Gründe, die allerdings in Deutschland nicht zählen, ne? Also wenn wir jetzt so aus der Sicht Richtung Catch and Release gehen, sind das natürlich Gründe, die nicht tragbar sind aus ökologischer Sicht. Und Ja. auch als fischereifachliche Sicht eigentlich auch nicht, weil man ja entsprechend natürlichen Fischbestand hat, haben will mit Fischen, die sich natürlicherweise Ja, reproduzieren. das macht Sinn. Das ist der wesentliche Unterschied, aber man kann natürlich drüber nachdenken, wenn man jetzt einen Schleienbestand hat, wenn der jetzt scharf beangelt wäre, da auch eine Höchstgrenze einzuführen. Das machen jetzt sehr wenige, ist nicht so prominent, das ist jetzt primär Entnahmefenster ein Thema bei Raubfischen, aber rein theoretisch greifen da ähnliche Mechanismen. Ja. Also man kann es rein theoretisch auch drüber Ja. nachdenken. Weil ich kenne es nämlich auch bei Weißfisch immer nur Mindestmaß. Aus Dresden kann ich es bei Rotfeder, hier Ja. kenne ich es bei Schleie. Und Ja, genau. Aber ja. es ist durchaus denkbar, ist aber in der Praxis jetzt nicht so üblich Ja. und es gibt auch dazu tatsächlich kaum Studien. Also wenn Studien zum Entnahmefenster durchgeführt werden, ist es primär, ja, sind es Raubfische. Raubfische, Ja, ja. also Zander, wobei
Es ist eher dann der Vertreter in Nordamerika, der Zander. Hier in Deutschland ist es klassischerweise der Hecht, Ja. an dem man Aber forscht. kann das damit zusammenhängen, dass auch einfach der fischereiliche sowie der Anglerdruck auch einfach wesentlich höher ist auf diese Fischarten, dass wir sozusagen auf die mehr achten müssen? Weil wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel Plötze oder Rotfedern, werden ja jetzt nicht so scharf entnommen oder beangelt, wo ich jetzt Angst haben muss, dass ich den Bestand irgendwie zu stark beeinflusse. Ja. Zander, Hecht, Barsch, da wird ja schon wesentlich mehr entnommen wahrscheinlich, oder? Oder Das gezielt danach geangelt, es oder kann wie? so sein, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, wenn man sich so die Anglerpräferenzen anguckt, ich meine, Raubfischangeln boomt sowieso gerade, Ja, ne? Also das komplett, ist ja. absolut im Trend. Und ich persönlich würde auch sagen, ich esse lieber einen Zander als ein Rotauge. Also Ja. würde ich entsprechend auch häufiger mal einen Zander mitnehmen als ein Rotauge, ne? Ja. Also deswegen ist es vielleicht auch dahingehend dann eher eine Dass Diskussion das bei Interesse da Raubfischen. einfach ein bisschen Ja, größer ist, ne? genau. Das stimmt. Aber es kann auch durchaus sinnvoll sein, ne? Also wenn man jetzt auch, ich meine, wir haben zum Beispiel am Dümmer auch ein Phänomen, dass wir einen hohen Entnahmedruck durch Kormorane haben im mittleren Bereich, also ich sag mal so gerade so stumpfgängige Fische, ich sag mal so Rotaugen bis 30, 35 oder Brassen in dem Fall. Und wenn man dann sagt, wenn da de facto kaum was durchkommt, wäre es auch ein Argument zu sagen, dann schonen wir große Fische, die vom Kormoran zum Beispiel nicht mehr gefressen werden können. Weil wenn wir jetzt eine intensive Entnahme durch den Kormoran haben, plus on top die großen, wertvollen Leichtfische durch Angler entnehmen, ist das dann halt auch wieder so eine negative Okay, Rückkopplung, das ne? heißt, da sind zwei Einflüsse einfach, die dann auf den Bestand wirken, Ja, also ne? wir Ja. kommen immer wieder darauf hin, dass es situationsbedingt einfach zu Ja. betrachten ist, ne? Und ich kenne genug Gewässer, wo der Mittelbau auch bei Barschen zum Beispiel einfach fehlt. Und das ist Ja. häufig dann auch kormoranbedingt, ne? Weil die einfach diese 20er, 25er Barsche, Ja. die hauen die sich einfach weg, Und ne? das ist beim Barsch, glaube ich, ja auch. Der Barsch ist ja sehr anfällig für solche Sachen, glaube ich. Oder deswegen ist er vielleicht auch bei dem Thema Fangfenster oder Mindestmaß auch nochmal so ein bisschen. Ja, anders zu betrachten, oder? Du sprichst ja wahrscheinlich jetzt diese Verbuttung Genau an. richtig, Ja, ja. also das ist Zwergenwuchs, Kleinwüchsigkeit, wie auch immer man das nennt. Also es kennen wahrscheinlich viele von euch. Es gibt genug Gewässer, da angelt man jahrelang und man fängt keinen Barsch über 35 oder über Genau. 30 zum Teil. Und das sind sehr häufig solche Rückkopplungen, dass sie untereinander in diesen jungen Stadien sehr viel Konkurrenz haben, dass sie einfach nicht groß werden. Ja. Und dann kann es zum Beispiel da kontraproduktiv sein, wenn man große Barsche hätte, die zu entnehmen, weil die natürlich unter ihren eigenen Nachkommen gut aufräumen und dadurch diese Konkurrenzsituation so ein bisschen entzerren. Ja. Das heißt, insbesondere beim Barsch, wir wissen auch, dass der Barsch relativ langsamwüchsig ist, also ein Ü40 Barsch, je nach Gewässer, 7, 8, 9, 10 Jahre oder älter. Das kann auch da dann zum Beispiel sinnvoll sein, ein Maximalmaß für den Barsch einzuführen. Okay, und auch ein Mindestmaß, oder weil wenn du sagst, Im Prinzip nicht. nee, Also ne? wird jetzt aus der Sicht, da in den allermeisten Gewässern sowieso sehr viele Barsche, sehr viele kleine Barsche da sind, macht es eigentlich wenig Sinn, kleine Barsche noch zu schonen. Dann Das ist, ne? lieber auf die großen Tiere zu gehen und zu sagen, das kann einen positiven Effekt haben. Und es gibt auch eine Langzeitstudie aus England, die nachweislich auch zeigt, wenn große Barsche im System sind, dass dann einfach wieder das, was wir eben angesprochen haben, dass die Bestände wesentlich stabiler sind. Das ist durch eine Krankheit sind da die großen Barsche alle mal gestorben und danach fluktuierte der Bestand, also mal ganz viele Barsche, dann wieder gar keine Barsche so Ja. ungefähr, ne? Und das ist auch wieder ein Punkt, der dafür sprechen könnte, auch mal große Barsche zu schonen. Ah, das ist interessant. So, ja, wir haben ja jetzt ziemlich viel schon drüber geredet, über Entnahmefenster oder Entnahmebeschränkungen generell. Es war aber so, im Voraus haben wir so eine Fragerunde gestellt bei Instagram und da kam auch von mehreren Leuten so, bei uns ist das so geregelt, bei uns ist das so geregelt, warum ist das nicht einheitlich geregelt? Was kannst du dazu sagen? Wäre eine einheitliche Regelung zum Beispiel bundesweit sinnvoll oder jetzt landesweit vielleicht auch, dass man sagt, in Niedersachsen haben wir eine Regelung, wie sieht das aus? Also bundesweit spricht erstmal der Föderalismus dagegen. Also wir haben ja quasi Fischereigesetz ist Ländersache. Ja. Das heißt, im Endeffekt müssten sich ja alle Fischereireferenten einig werden. Also wird es nicht geben. Aber auch im Hinblick auf Entnahmefenster macht es überhaupt keinen Sinn, allumfassende Regelungen aufzustellen. Selbst wenn wir uns jetzt auf Niedersachsen beschränken, wir kriegen das ja auch immer mal, versucht mal, dass im Fischereigesetz oder in der Binnenfischereiordnung ein Entnahmefenster integriert wird. Wird es sehr wahrscheinlich, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, zum Glück auch nicht geben.
Man muss sich das einfach mal vor Augen halten. Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen das Beispiel von Hamburg, zum Beispiel den Hecht, 45 bis 75 ist für Hamburg in den Namenfenster. Wenn wir das jetzt auf Niedersachsen projizieren wollen, würde das im Endeffekt bedeuten, dass wir in jedem Gewässer einen 76 cm Hecht zurücksetzen müssen. Und wenn man sich dann mal die Gewässervielfalt in Niedersachsen anschaut, also wir haben irgendwelche Forellenbäche im Harz, dann haben wir Riesenseen, Stein oder Meer, Dümmer, dann haben wir die Kanäle, dann haben wir Teiche, Baggerseen, was auch immer, Flüsse, Leine. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, in der Äschenregion oder in der unteren Forellenregion, wo sich mal ein größerer Hecht hin verirrt, den dann auch noch zu schonen. Ja, nur weil er überhalb eines möglichen Entnahmefensters wäre. Also das wäre ja auch aus fischereilicher Hege in dem Fall kontraproduktiv, wenn man sagt, ich will in einem Salmonidengewässer meine Forellenbestände pushen, dann große Räuber zu schonen. Ne? Ja, Also klar. allein aus dem Grund ist es einfach ja überhaupt nicht relevant, darüber zu diskutieren, ob es ein flächendeckendes Entnahmefenster gibt. Das sollte immer der Bewirtschafter im Idealfall selber entscheiden für sein Gewässer. Auch ein Verein muss ja nicht alle Gewässer gleichzeitig mit dem Entnahmefenster belegen. Ne? Auch da gibt es ja auch durchaus, man kann ja auch sagen, in dem einen Gewässer, dann können wir da auch große Zander oder große Hechte entnehmen und in einem anderen Gewässer schonen wir die. Auch das ist ja durchaus sinnvoll, weil natürlich auch die Anglerinteressen ja auch unterschiedlich sind. Ne? Also es gibt ja sehr viele Angler, ich meine, ist ja absolut verständlich, wenn man endlich mal sein Meterhecht fängt, ist ja auch nichts verwerflich dran, den einfach mal zu entnehmen und sinnvoll zu verwerten. Das spricht ja überhaupt nichts gegen. Und wenn man dann pauschal in allen Gewässern diese Riesenfische schonen würde, ist das, glaube ich, auch für die Anglerschaft an sich dann auch nicht ganz Eine förderlich. schwierige Sache, das stimmt. Ja. Ja, das heißt, man sollte wirklich auch eigentlich immer wirklich erstmal aufs Gewässer gucken, ne? Ganz Also klar. wir würden uns wirklich wahrscheinlich ja ein Ja. Problem einhandeln, wenn es überall so wäre. Ja, macht auch zum Beispiel keinen Sinn. Also wir haben in Niedersachsen sehr wenige Gewässer mit guten Zanderbeständen, weil es einfach klare Gewässer sind, wo der Zander einfach nicht so gut klarkommt. Warum soll man in solchen Gewässern dann einen großen Zander schonen? Weil der Nachwuchs da fast kaum durchkommt, gerade wenn Hechte noch als Konkurrenten da sind, dann kann man in solchen Gewässern dann einfach auch solche Fische entnehmen. Ja, Ne? okay, weil Also man dann auch wieder bei dem Punkt natürlich ist, ne? Der Zander würde, der passt dann natürlich eigentlich gar genau, nicht so gut ja, rein, in so einem ne? glasklaren Baggersee muss der jetzt nicht unbedingt drin sein, weil es einfach von seiner Ökologie her, der ist schlecht angepasst an solche Bedingungen. Ne? Und dann spricht da auch nichts dafür, dann so einen Fisch zu entnehmen. Also ist Ah, ja überhaupt okay. kein Thema. Ne? Ja. Also, ja. Das ist ein spannendes Thema. Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt eigentlich alles so durchgesprochen an den an den Fragen, die auch von den Zuschauern kamen. Jetzt wollte ich aber nochmal so zum Abschluss von dir nochmal haben, ob wir nochmal so ein, oder ob du nochmal so ein Resümee ziehen kannst zu dem ganzen Thema Entnahmefenster oder Ja, also Entnahmeregelung. ich meine im Endeffekt, man kann eigentlich resümieren, dass das ist schon eine sinnvolle oder kann eine sinnvolle Hegemaßnahme sein, ist allerdings jetzt kein Allheilmittel. Also man muss jetzt nicht meinen, ich habe die Vermutung, mein Fischbestand geht schlecht, ich führe ein Entnahmefenster ein und alles wird besser. Also so einfach ist es halt gerade auch in so offenen Systemen nicht. Und man muss sich auch immer im Hinterkopf behalten, das Entnahmefenster ist nicht das einzige Hegeinstrument, was Fischereiberechtigte haben. Ne? Also man, natürlich macht es Sinn, darüber zu diskutieren und auch aus den besagten Punkten, dass große Fische durchaus einen positiven Einfluss haben können. Aber es gibt ja auch, man kann natürlich die Ziele auch auf anderem Wege erreichen, indem man einfach sagt, ich habe jetzt ein Gewässer, da mache ich ein großflächiges Schongebiet, wo gar nicht geangelt wird. Das heißt, wenn das Gebiet groß genug ist, kommen da natürlich auf ganz natürlichem Wege können die Fische da heranwachsen. Dann brauche ich gar kein Entnahmefenster, weil ich trotzdem große Fische Okay, die produziere. Fläche puffert sozusagen Genau, dann also das dadurch. ist halt eine Maßnahme. Natürlich muss man das immer so ein bisschen gucken, weil man die Angler dadurch einschränkt. Aber wenn man jetzt rein auf den Fischbestand schaut und sagt, ich will einen positiv stabilen Fischbestand haben, ist auch die Ausweisung eines Schongebietes durchaus eine denkbare Methode. Ah, okay, das ist interessant, weil da wird relativ wenig, glaube ich, drüber nachgedacht, auch Ja, aber aus Sicht der Angler wahrscheinlich, ne? Weil natürlich dann ganz klar, Angelfläche verloren geht, ne? ja, natürlich. Ich meine, das ist ein Abwägungsprozess. Als Verein auch, was will man? Ne? Aber man muss halt einfach sagen, es ist eben nicht nur ein Entnahmefenster, was dann eine Situation verbessern kann. Man kann auch, was immer sinnvoll ist, Gewässer ökologisch herzustellen. Also wenn wir von Baggerseen sprechen, die relativ monoton sind, dann macht es Sinn, da Totholz einzubringen, Flachwasserzonen zu schaffen. Auch das sind ja Effekte, die sich tendenziell dann positiv auf den Fischbestand auswirken. Ne?
Also Hegemaßnahmen. Hegemaßnahmen. Also der Begriff Hege ist, wir haben ja in Niedersachsen einen gesetzlichen Hegeauftrag im Fischereigesetz. Da steht drin, eines der Art und Größe des Gewässers angepassten Fischbestand zu hegen. Das ist ein gesetzlicher Hegeauftrag, den eigentlich jeder Verein, der ein Fischereirecht hat, dann umsetzen muss. Aber die Hege ist nicht genauer definiert. Und dann kann halt die Hege sein, Mindestmaß-Schonzeiten, die sind ja in der Regel gesetzlich vorgegeben, Schutzzonen. Ich kann auch sagen, ich lasse nur 10 Angler an das Gewässer. Ist in den allermeisten Fällen natürlich auch nicht so sinnvoll, wenn es ein Ansinnen ist, und das ist ja das Ansinnen von uns als AVN, zu sagen, wir wollen möglichst vielen Leuten den Zugang zum Gewässer ermöglichen und einfach auch dieses Naturerlebnis zu haben und auch mal ein gesundes Nahrungsmittel auf dem Tisch zu haben. Aber das sind alles Komponenten, die man im Kontext von einer Entnahmefensterdiskussion mit berücksichtigen sollte. Aber das heißt, weil du gerade angesprochen hast, ich lasse zum Beispiel nur 10 Angler ans Wasser, man könnte wirklich die Überlegung anstellen, vielleicht auch einmal den Angeldruck zu reduzieren. Genau, Ganz normal über Vereine zum Beispiel. Also letztendlich, über alles, was wir hier sprechen, ist ja die fischereiliche Sterblichkeit der Faktor. Also die Entnahme durch Angler. Ja. Und das, wenn das, ich sag mal, so ausgeprägt ist, dass es tatsächlich negative Einfluss auf den Bestand nimmt, in dem Fall, dass der Bestand dann einfach runtergeht oder die Altersstruktur sich ändert, dann muss man einfach abwägen, was will man machen. Genau, also es gibt mehrere Wege, auf jeden Fall das Ziel zu erreichen. Und ich denke mal, wir haben das, glaube ich, alles ganz gut hier heute mal zusammengefasst, weil da ja viel im Internet auch rumgeistert, viele Meinungen, aber leider manchmal wenig Wissen. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen aufklären konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei dir, Matthias. Sehr gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann zu einem anderen Thema bestimmt. Ne? Jo. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao.